Das heißt, Sie kannten den Täter? Naja, kennen wäre zu viel gesagt. Er war mal hier zu Gast. Sie haben hier gar nichts verloren. Abmarsch. Oh, Valentino. Ist schon gut. Valentino, es ist was Schreckliches passiert. Wir sind überfallen worden. Erinnerst du dich an den Mann, der hier heute Mittag gesessen hat, mit dem grünen Pullover? Ja. Sein Verhalten war äußerst seltsam. Wieso? Er hat sich zur Reisegruppe gesetzt und sich an den Essensresten bedient. Junge, wieso hast du nichts gesagt? Mangels Gelegenheit. Was? Das heißt, der Täter hatte genügend Zeit, sich mit dem Tatort vertraut zu machen. Wie groß war denn die Reisegruppe? 25 Leute. Ah, also dann wusste er auch, dass sie heute einen außergewöhnlich hohen Umsatz machen würden. Es war sehr gut geplant. Kommissär, wäre nicht zu fassen. Herr Maldini. Sehr. Sie müssen Ihre Frau ins Krankenhaus bringen. Oh, Dani. Dani, ich bin bei dir. Ja, mir geht's gut. Ist alles in Ordnung. Schatz, mach dir keine Sorgen. Du musst dich nur ein bisschen ausruhen. Ja? Und ja, und dein. Ja. So, mein Hübscher, das haben wir gleich. Schön. So. Liebelein, du bist ja doch schon gekommen. Ja, ging schneller, als ich dachte. Sag mal, willst du die Männer nicht erst mal sauber machen, bevor du sie schminkst? Da sieht man mal wieder, dass du überhaupt gar keine Ahnung hast. Und das nennt sich Trash-Look, das ist total hip. Süß, ich wusste ja gar nicht, dass du auf Männer im besten Alter stehst. Nein, dann wird man nicht recht kleiner. Hat so ein Milchbubi wie du gar keine Chancen bei mir, ne? Ich bin dann soweit. Angeber, gerade der. Der braucht auch bald Botox. So, Malcolm, Darling, machst du, bevor wir gleich alle zusammen essen, hier noch ein Foto von uns drei hüpfen? Kannst du kurz beiseite gehen? Die müssen hier arbeiten. Ja. Ja. Super. Mmh. Super. Ja. Und habt ihr schon alle Männer abgecheckt? Wenn man in der Zeitung von Raubüberfällen liest, denkt man immer, es trifft den anderen. Und dann plötzlich im eigenen Lokal. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Was ist mit Tanja? Sind wir vielleicht zum Spaß hier? Hm? Das Wichtigste bei einem Schock ist, den Kreislauf zu stabilisieren, damit eine Übersäuerung des Blutes infolge von Sauerstoffmangel verhindert wird. Das ist geschehen, Valentin. Hey, wie geht's dir? Mama schläft jetzt wieder. Wir haben ihr ein Sedativum gegeben. Kreislauf und Blutwerte sind wieder normal. Und kann sie jetzt mit mir nach Hause? Papa, es ist besser, wenn wir sie über Nacht hier behalten. Nur zur Beobachtung. Und du solltest dich besser auch ausruhen. Es war ein harter Tag für euch beide. Egal, ob die paar Augenringe haben. Bestellt ihr schon mal für mich mit? Na klar. Doch, Liebelein. Was sitzt du denn hier so alleine rum? Komm mit zu uns rüber. Ich weiß nicht, ob das deinen Kollegen recht ist. Ja, warum denn nicht? Die fanden dich doch alle total nett. Komm. Wir haben uns doch schon so lange nicht gesehen. Ich dachte, wir machen uns einen schönen Abend zu zweit. Ja, Thorsten, aber das geht heute leider nicht. Weißt du, wir machen hier nur ein kurzes Warm-up und dann gehen wir rüber ins Foxy abdancen. Du redest schon wie diese Leute. Jetzt mach mal nicht so ein Gesicht. Ja, das gibt nur Falten, Thorsten. Komm, sei kein Frosch, nimm dein Weinchen und komm mit rüber. Juhu, dann will ich mal was zu trinken. So, ich geh mal zwischen die beiden hübschen Jungs. Hier. Jetzt auch. Oh, hör mal, jetzt ein Säckchen hier, das haben wir uns verdient, ne? Das ist fast. Da mach ich das genau. Oh, Schatz. Tanja, es tut mir leid. Ich hätte dich besser beschützen sollen. Ich habe so eine Angst gehabt, dass dir was passiert. Dann sagt dieser Kommissar, es war nur eine Schreckschusspistole. Das ist wie ein schlechter Witz.
Sorry, ich bin spät dran. Morgen. Da bist du nicht die Einzige. Ist Juliette nicht da? Haben Sie schon unsere exklusiven Pralinen probiert? Deshalb sind die Herrschaften hier. Warum bedienst du sie dann nicht? Ist ja nichts zu fassen. Wir hatten 8 Uhr ausgemacht. Ich habe gestern noch mit ihr gesprochen. Ja, dann schauen Sie doch einfach später noch mal rein, ja? Unsere Pralinen kommen im Laufe des Vormittags. Glaubst du noch an die Schokoladenfee? Nicht wirklich. Vielleicht war das keine so gute Idee. Die Pralinen? Ja, die schon, aber leider muss sie jemand herstellen. Juliette. Verschollen im Schokowunderland. Bonjour, Kerstin. Bonjour, Heidi. Juliette, es ist 8:45. Désolée, aber Schokolade hat ihren eigenen Rhythmus. Tanzende Pralinen. Sie muss in Stimmung sein. Merci. Du, vielleicht könntest du deine Schokolade morgen etwas früher in Stimmung bringen, damit wir pünktlich unsere Kunden bedienen. Kerstin, Pralinen brauchen Zeit. Genau, Zeit ist Geld. Deswegen kommst du ab sofort pünktlich. Sonst haben wir ein Problem. Doch, so geht das nicht weiter. Du siehst ja schon aus wie dein eigener Vater. Können kann ich schon lange. Was ist passiert? Was machen Sie denn da? Sie wissen schon, dass man sich vor dem Sport ein Warm-up gönnen sollte. Ein was? Ein körperliches Aufwärmtraining. Aber machen Sie ruhig weiter. Ich hole mir meinen Schlüssel schon selbst. Nein, das mache ich schon. Außerdem schätze ich es nicht, wenn die Gäste sich hinter den Tresen meiner Rezeption begeben. Verstehe. Wird nicht wieder vorkommen. Entschuldigung. Im Übrigen dauert es mindestens ein halbes Jahr, bis der Muskelaufbau sichtbar wird. Schönen Tag. Sie müssen diese Praline auf der Zunge zergehen lassen. Ganz langsam. Nur so entfalten sich die ätherischen Öle der Zutaten. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal nur ein Stück mit. Und das genießen Sie dann heute Nachmittag mit einer Tasse Tee. Asilo, was kann ich für dich tun? Ich würde gerne eine Praline probieren. Ja, gerne. Welche hast du denn? Pardon, Kerstin. Achso. Bitte. Bonjour. Ich hätte gerne etwas mit Krokant. Krokant ist aber nicht gut für Sie. Ihre Augen verraten mir, dass Sie lieber Nougat haben wollen. Mag ich das. Nicht so wild, ich gebe sie Bruno. Bruno liebt Nougat. Sorry, die geht aufs Haus. Danke. Et voilà. Hallo Heidi. Hallo Silo. Tschüss. Juliette, welchen Teil meiner Aussage, Zeit ist Geld, hast du nicht verstanden? Keine Sorge, Cherie. Ich verstehe alles, was du sagst. Ja, dann erklär mir das doch mal bitte. 10 Minuten Beratung für eine Praline, ja? Plus im Schnitt 3 verschenkte Pralinen pro Stunde, weil der Kunde sie entweder gar nicht haben möchte oder du sie ihm sowieso umsonst geben willst. Da komme ich am Tag auf... Kerstin, c'est la philosophie. Ja, jetzt weißt du's.